Fast ist es soweit. Am Samstag, 19. Mai, um 12 Uhr britischer Zeit geht das Hochzeitsspektakel in der St. George's Chapel in Windsor los. Schon jetzt haben viele Royal-Fans hier ihr Zelt aufgeschlagen, um das Brautpaar aus der ersten Reihe bestaunen zu können. Von großer Aufregung und kalten Füßen ist bei Meghan, 36, und Harry, 33, jedoch nichts zu sehen. Am Donnerstagnachmittag trafen sie die Queen, 92, höchstpersönlich zu einem Tee im Windsor Castle und schienen auf dem Rückweg entspannter denn je. Ob die Queen ihnen gut zugeredet und ein wenig Aufregung genommen hat? Wir hätten gerne Mäuschen gespielt. In hübsche, weiße Bluse und mit leicht zurückgesteckten Haaren hatte Meghan hier schon den bekannten Hochzeitsglow. Vielleicht lag das auch an den funkelnden Ohrringen, die sogar durch die Autoscheibe blitzten. Auf der Rückbank des schwarz getönten Range Rovers wirkten sie verliebt wie eh und je. Gut, dass der Wirbel um Meghans Familie in den letzten Tagen ihre Laune nichts anzuhaben scheinen. Diese wohl letzten Bilder vor der Hochzeit, seht ihr im Video oben. Auch Herzogin Kate bietet Unterstützung zum ersten Mal nach der Geburt ihres dritten Kindes ist nun auch Herzogin Kate, 36, wieder unterwegs. Meghan und Harry zuliebe begleitete sie das verlobte Paar zusammen mit Prinz William, 35, zu ihrem Teetreffen mit der Queen. In einem zweiten schwarzen Range Rover düsten sie an den winkenden Fans vorbei. 3 Wochen ist es schon her, dass wir die schöne Herzogin Kate gesehen haben. Am 23. April brachte sie in London ihren dritten Sprössling und zweiten Sohn zur Welt. Dem kleinen Prinz Louis schenkt sie seitdem all ihre Aufmerksamkeit und befindet sich im Mutterschutz. Doch natürlich wird auch die dreifache Mutter an der Hochzeit ihres Schwagers nicht fehlen. Sie leistet Meghan schon seit einigen Monaten Unterstützung und weiß wahrscheinlich am besten, wie es ihr in diesen letzten Stunden geht. Die neuen Bilder von Kate seht ihr in diesem Video. Die letzte Nacht verbringen Meghan und Harry getrennt voneinander. Fast schon untypisch für das Brautpaar richten sie sich in dieser Nacht auf Samstag an alte Traditionen und schlafen in getrennten Hotels. Bräutigam Harry wird zusammen mit seinem Trauzeugen und Bruder William im Luxushotel Court Park übernachten, wo er schon mehrmals Polo gespielt hat. Meghan hingegen wird die Nacht mit ihrer Mutter Doria Ragland, 62, im genauso schicken Clifton House Hotel verbringen. Doch das Hotel, in dem ihr zukünftiger übernachten wird, ist auch ihr bereits bekannt. Hier sorgte das Paar nämlich schon vor ziemlich genau einem Jahr bei einem Polo-Wettkampf für großen Aufruhr, als Paparazzi ihren ersten öffentlichen Kuss mit der Kamera festhielten. Beide werden am darauffolgenden Morgen in ihren Hotels für ihren großen Auftritt vorbereitet. Einen exklusiven Blick in die luxuriösen Räumlichkeiten des Hotels, in dem Meghan die letzten Stunden vor ihrer Hochzeit verbringen wird, seht ihr in diesem Video, am Samstag, den 19. Mai, ist es endlich soweit. Prinz Harry und Meghan Markle geben sich das Jawort und ihr könnt live dabei sein. Verpasst keinen Augenblick der Hochzeit mit unserer großen Live-Show auf bunte.de und Facebook.